Ja, so, heute gibt es Bäume und nächste Woche gibt es da nur ein Gleis und ein Tunnelportal. Willkommen zurück bei mir, dem Baumreihen 9932 Free. Ja, heute wieder eine neue Ausgabe unserer Miniatur-Modelleisenbahn im Maßstab 1 zu 160 Spuren. Ja, diese Woche gibt es ja hier die Büsche, Bäume, eigentlich sind ja Büsche und Bäume eigentlich alles in einem, ne? Die 20 Stück H40. Und nächste Woche gibt es ein Tunnelportal und ein Bogengleis C100 C245. Leider nur ein Gleis. Naja, wird mich nicht. Gut, erwarten wird es mir nicht sehr viel helfen. Ja, kommen wir erst noch mal zur Lok, ne? Ja, also mit diesem Decoder funktioniert. Ich habe den jetzt auch hier angebracht, hier bei meinem anderen Dings, ne? Von Pico und der ist mit verbunden, ne? Zu der Spur-Endplatte hier. Ne? Also auf dem Bahnhof hier bei der Spur-End, da seht ihr es hier, der Wagen, hier, der Zug, vielleicht sieht man es ja. Gut, hier sieht man, da, ja doch, hier sieht man es. Ist der Wagen? Ich guck da nochmal, ja doch. Ja. Also hier sieht man den Wagen und halt die Lok hier. Also fährt hier, ich kann es ja mal, vielleicht sieht man das kurz. Ja, doch, sieht man. Also so am Bahnhof, wo die ersten Schienen verlegt sind, das kann man schon sehen, wie der Zug hier so fährt. Das seht ihr von da. Müsst ihr gucken, ihr seid hier hinten. Ne? Also hier hinten, also, man, jetzt kann es auf der Platte fahren, das heißt, dass müssen noch alle anderen Schienen verlegt werden, sobald sie hoffentlich dann da sind. Ja, dann nochmal zu dem Windrad, da steht es hier oben. Ich hatte es nicht mehr auf der Spur H0, weil das hat mich da so gestört, da an der Seite. Und das passt nicht so mitten in der Stadt drin. Habe ich mir so gedacht, auf der Spur N würde es auch ganz geil aussehen. Sieht doch geil aus. Jetzt steht es halt da. Ja, Spur H0 werde ich hier nochmal weiter begrünen noch hier. Ich habe hier ein bisschen weiter gemacht, noch mit dem Abkleben und so. Ich will erstmal noch grundieren. Und dann werde ich das erstmal noch schön grün. Also bei diesen komischen Seitenteilen, die ich damals letztes Jahr gemacht habe, ohne denen sieht es wirklich besser aus. Aber weitere Details dazu dann in noch einer Modelleisenbahn-Folge, dann in Folge 40. Dann haben wir schon die 40. Ausgabe. Da machen wir nämlich dabei am Werk weiter, da werde ich dann nochmal ein bisschen was sagen. Also ja, um grob zu sagen, ohne diesen Seitenteil sieht besser aus, auch wenn er alles begrünt ist. Ja, fangen wir jetzt einfach mal an mit unserer Spurenzeitung. So. Ich bin froh, wenn wir die Ausgaben geschafft haben, ne? Alle. Bin ich aber auch ein bisschen traurig, weil gibt es nichts mehr zu sammeln. Gut. Ich werde trotzdem weiterbauen. Spuren ist dann immer noch nicht fertig, da kann immer noch viel gebaut werden. Laternen, Signale, Bahnsteigüberdachung und das, was ich nicht noch alles sagen, gebaut werden kann, ne? So, was ist denn das schon wieder? Kanada zur Hudson Bay. Ich mag keine amerikanischen Züge. Das wisst ihr. Oh, Eisbären! Naja, gut. Was ist das? Vom Abteil zum Großraumwagen. Alles klar. Damals war. Ja. Aber diese Zeiten, die möchte ich eigentlich auch mal miterlebt haben mit der Eisenbahn damals. Wäre bestimmt auch geil gewesen. Gut, damals waren die Zeiten aber auch nicht schöne Zeiten. Aber so mit den Zügen damals, so Dampfloks oder so. Sowas haben wir diesmal. Den ETR 447. 440. 470. Ich kann keine Zahlen lesen. Kisalpino. Ja, so. Von wo ist denn der Besitz? Abgeschreckte Außenwände. Ja, gut, und wo? Herrschen, ja toll. Ah ja, Produktionsland, Italien. So.
Hier geht es weiter, jetzt mit dem Wasserbau. Weiß ich, kann ich. Habe ich alles fertig. Und dann wird es ja so aussehen. Ja. Und das wäre es dann eigentlich zum Heft. Und übrigens, von Pico ist die 143 jetzt raus. Für die werde ich auch bald anfangen zu sparen. Ab April, so Mitte April, denke ich, werde ich anfangen zu sparen, weil ich muss mir erstmal noch die 185 kaufen von Whalepool, ne? Und ja, die 143 von Pico sieht auch aus. Die Bilder wurden schon vor 2 Wochen oder einer Woche so rausgebracht. Sieht auf jeden Fall cool aus, die Lok. Weil die werde ich mir dann auch noch holen. Ja, die 143 kommt ja eigentlich ab dem 2. Quartal raus, eigentlich. Ich habe heute mal geguckt, die ist jetzt schon verfügbar. Wobei immer noch 1. Quartal ist eigentlich bis heute. Erst ab morgen fängt ja April an und naja, es hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Aber na gut, Pico hat ja selbst gesagt, manchmal kommen manche Loks und Wagen halt immer früher raus. Mapper später. Naja. Aber immerhin gut so, ja gut. Mal gucken, ob sich irgendjemand die Kurve davon auf Videos macht auf YouTube. Dann kann ich ja gucken. Mal gucken, wie der noch so ist. Ja gut, sehr viel anders als die 112 wird sie nicht sein. Außer ein paar Details halt anders. Aber ja, ich würde mich halt sehr freuen, wenn ich die dann auch habe. So, jetzt haben wir halt diese Bäumchen mal wieder und die werde ich dann auch auf meine Platte befestigen. Sind die ein bisschen heller? Sind die ein bisschen heller als die anderen, die ich habe? Na gut, wäre jetzt auch egal, also. Aber ich meine nur, also. So sieht's aus. Kabel 1, so sieht's aus. Ja, gut. Ja. Sind noch fester. Naja. 20 Stück. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Gut, lieber vorher mal nachdenken. Ja, also ja, das sind dann halt die Bäume und das war dann auch diese Folge. Morgen kommt dann ein Video von der Spur N, also wieder die RE4-Viertel-Lok auf der Spur N fährt. Und ja, dann hoffe ich, diese Folge hat euch mal wieder gefallen. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann, ciao, euer Baureihe 99 32 Freak.